Wir wollen jetzt das Vektorprodukt einmal einsetzen, um den Flächeninhalt von einem Dreieck zu berechnen. Stellen Sie sich ein Dreieck vor. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier den Punkt A, B und C. Und A soll der Punkt zum Beispiel, ja, was nehmen wir da, 1, 2, 3 sein. B könnten wir sagen mal 2, minus 1, 3. Und C soll sein 3, 1, minus 1. So, wie kann ich jetzt diese Fläche hier ausrechnen? Dazu wende ich einen kleinen Trick an. Ich habe Ihnen ja beigebracht, dass dies praktisch die Fläche von einem Parallelogramm, also die Fläche von einer Ebene, die zwischen Vektoren aufgespannt wird, über das Vektorprodukt ausgerechnet wird. Und jetzt kann ich praktisch die Fläche von diesem Dreieck ausrechnen, indem ich mir vorstelle, es wäre ein Viereck und nehme da genau die Hälfte davon. So, also ein Halbmal. Das Vektorprodukt müsste dann die Fläche dieses Dreiecks sein. So, dazu muss ich mir erstmal die Vektoren ausrechnen. Mein Vektor von A nach B wäre in diesem Fall B wäre ja in dem Fall 2 minus 1, 3 minus 1, 2, 3 und dann kommt da raus 1, minus 3, 0. Ja? So, dann rechne ich den nächsten Vektor aus. Ich rechne zum Beispiel den Vektor hier von der Seite aus. AC. AC, das wäre jetzt hier 3, 1, minus 1. 3, 1, minus 1, minus wieder Vektor 1, 2, 3. Und dann komme ich bei A, C auf einen Vektor von 2, minus 1, minus 4. So, das wäre jetzt mein erster Seitenvektor. Das wäre eine andere Seite, also zum Beispiel B und C. Und um jetzt die Fläche auszurechnen, haben wir gesagt, ich muss das Vektorprodukt ausrechnen. A, B, Vektorprodukt, A, C. So, wie mache ich das jetzt? Also ich schreibe es erst nochmal hin, die Vektoren. Ich fasse es nochmal zusammen. 1, minus 3, 0. Kreuz 2 minus 1 minus 4. So, und jetzt geht's los. Jetzt will ich mein Vektorprodukt ausrechnen. Und dazu rechne ich erstmal minus 3 mal minus 4. Also das mal das. Minus das mal das. Also minus 0 mal minus 1. Also im Prinzip, wenn ich das erste Element hier ausrechnen will, also den ersten Vektor, dann mache ich den da minus den da. Ja? So. Und am besten nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, sonst wird es hier schnell unübersichtlich. Jetzt will ich das zweite Element ausrechnen, also das zweite Element meines Vektors. Also ein Vektorprodukt, das Vektorprodukt heißt auch deshalb Vektorprodukt, weil ich beim Vektorprodukt wieder einen Vektor herausbekomme. Und dieser Ergebnisvektor, der hat genau die Länge von der Fläche. Das heißt, wenn ich dann den Betrag ausrechnen würde hier, hätte ich wieder meine Fläche ausgerechnet. Also, warte mal, ich mache das nochmal schöner.
mache das hier rot. Es gibt jetzt ein ganz großer Vektor. Und jetzt möchte ich mal das zweite Element ausrechnen. Und zwar das zweite Element hier. Beim zweiten Element fallen die Zahlen weg. Und ich mache die 1 mal minus 4 minus 0 mal 2. Also dann steht da 0 mal 2 minus 1 mal minus 4. So, und beim dritten Element funktioniert das wieder ganz genauso. Also wenn ich dieses dritte Element, diese dritte Koordinate ausrechnen will, dann muss ich das und das zusammenfassen. Also bin ich bei 1 mal minus 1 minus minus 3 mal 2. So. Also. Und jetzt rechne ich das noch zusammen. Dann komme ich auf meinen Vektor. 12. Ich komme hier auf meinen Vektor 4 und ich komme hier auf meine Koordinate des Vektors 5. So, also das wäre jetzt praktisch das Vektorprodukt, also ein kleiner Vektor, der hier auf dieser Ebene steht, der dann die Koordinaten 12, 4, 5 hätte. Und wenn ich jetzt den Betrag davon, diesem Vektor, ausrechne, dann komme ich auf mein Vektorprodukt. Ich mache das nochmal kurz größer und schreibe vielleicht den Betrag noch drüber. Dann habe ich mehr Platz. Also ich wische das mal weg. Das hier war mein Vektorprodukt AB Kreuz AC, ja, AB Kreuz AC, und hier, wenn ich jetzt den Betrag ausrechnen will, dann habe ich wieder Wurzel aus 12 Quadrat plus 4 Quadrat plus 5 Quadrat, also das war mein 12, 4 und 5, und dann bin ich bei 12 mal 12 ist 144, 5 mal 5 ist 25, 4 mal 4 ist 16, da bin ich ungefähr bei 185 und noch die Wurzel draus. Das heißt, das wäre 185 Flächeneinheiten für mein Parallelogramm. Aber ich will ja die Fläche vom Dreieck ausrechnen. Das heißt, die Fläche vom Dreieck wären in dem Fall 1 halb Wurzel 1, 8, 5. Das wäre hier meine Fläche.